Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Ark Survival Evolved. Und heute mit dabei sind wieder mal der Reit. Servus. Herkommen. Hi. Die Smiley. Ja, hi. Die Danu. Hi. Und der Xar. Moin. Sowie ein paar sehr paarungswillige Dinos. Ist nämlich Valentinstag. Da sind die alle. Da in wollen da. Stimmung. Genau. So wollte ich es ausdrücken. Ja, nee, es ist Valentins-Event bei Ark und das heißt, die haben, keine Ahnung, wie vielfach, aber auf jeden Fall enorm die Geschwindigkeit erhöht, wie hier die Paarung vonstatten geht, wie das Ausbrüten geht und das Heranwachsen der Babys. Ist also jetzt die Zeit, Babys zu züchten und wir haben uns gedacht, Terrorbird und die Gallimimimimimse sind relativ frisch und da sind wir alle neugierig, wie diese Babys wohl aussehen. Ui. Wie das aussieht, wenn die laufen. Juhu. Wir haben ja so eine kleine, schöne Paarungsbox. Noch ein bisschen unhübsch, muss ich zugeben, aber mit Mini-Spannerplattform. Wir wollen heute den Chocobo mit dem Terrorbeard, dem Bart des Terrors. Keine Ahnung. Der hat überhaupt keinen Bart. Na, der wächst sich auch noch. Jetzt wächst noch. Doch endlich die Türe zu. Aber ich finde. Ihr könnt ja drin bleiben. Ich genieße gerade, wie die. Die sehen so cool aus. Die sehen so cool aus. Einfach ganz tolle Tierchen, die da zuletzt reingekommen sind. Beides haben so Potenzial, Lieblinge zu werden. Der Gallimimus und das hier. So, also dann. Wandering. Und Wandering. Und dann schauen wir mal. Herzchen haben sie schon. Oh. Und guck mal, wie schnell das geht. Zack, das ist doch auch beschleunigt, oder? Mhm, ist auch beschleunigt. Das rast ja förmlich dahin. Der Terrorbeard ist, was für ein Level gewesen, Xar? Den habt ihr ja heute erst gezähmt. Der neue war 112. 112. Und unser Chocobo war 120, ne? War ein Original 120er, ja. Mhm, ja. Die wandern überhaupt nicht. Nee. Zum Glück, ja, muss man sagen. Fast fertig. Ja, eben, sind schon, kommt schon gleich das Ei rausgeploppt. Müssen wir nur gucken, wie man's. Ja, so viele Zuschauer. Ja, ich kann nicht. Ich will nicht. Ah, jetzt. Da liegt schon was, das Ei liegt. Ja, ja. Und ich nehme es ganz schnell auf, weil sonst passiert wieder was Furchtbares. Was? Ich werde das niemals essen. Jetzt noch. Niemals passiert. So, disable wandering und bei dir auch. Disable. Und dann nehmen wir sie wieder raus. Das Geflatter ist einfach ein Traum. Ich bin so gespannt, wie die Babys aussehen. Ehrlich, ich kann es überhaupt nicht erwarten. Und bei den Gallimimus auch nicht. Da haben wir das Großraumtaxi von Smiley und Reit. Ohne Sprinten, ja. Was? Sprintest bitte nicht mit deinem flotten Dreier. Doch, werde ich jetzt. Den flotten Dreier haben wir ja mittlerweile natürlich viele Level gegeben. Oh, hat dauernd Speed gegeben. Und ich dachte mir, komm, also es ist ein Speed-Vieh, also muss ich Speed geben. Ich bereue es mittlerweile. Ich zeige mal ganz kurz, das ist normales Laufen und jetzt sprinten wir mal. Boah. Oh, 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 oh. Und weg ist oh, oh. Bei Matzes Haus oben? Ich bin unten im Sumpf gelandet. Das hat ein bisschen Leben gekostet. Das hören wir aber heute nicht zum ersten Mal. Das ist, ja, ich bin auch ganz froh, dass es überlebt hat. Der ist sowas von schwer zu steuern. Reit im Käfig mit dir. Ich versuche die Kurve zu kriegen. Miau. Oh, muss kurz kacken. Das Einzige, was ihn bremst, ist das Kacken. Das schaut sich natürlich das Bedürfnis der Welt. Ist ein Traum, ist echt hammerhart. Also so 150 Speed geht noch, aber alles drüber wird übel. Hast du Wandering an? Nee, mach ich jetzt an. Jo. Was soll ich machen? Ich fett. Okay. Ich fett. Was? Ja. Okay. Oh, da fällt Brauchst eine wieder rein. Die stehen schon auf Wandering. Die stehen schon auf Wandering, ja. Komm gleich wieder rein. Okay. Ja, und auch schon zur Hälfte durch. Was soll ich? Ich fett den nicht. Was ist los? Was passiert denn hier? Das Gesicht ist so dumm, es tut mir leid. Was macht der Mann da? Huch, war es das schon? Nee, das war noch Kacke. Noch schlimmer, nee. Oder? Aber kommt gleich. Also irgendwie hat Reit die Paarung nicht verkraftet. Halt doch ein bisschen, halt doch ein bisschen über mich. Ja, ein bisschen schwierig hier. Ich kann das nicht mehr mit. Und ansehen. Da fällt das Ei in Zeitlupentempo aus dem Hintern.
Ja, das geht echt flott, muss ich sagen. So, mal schauen, ob wir das auspacken können. Kannst du das Tor aufmachen? Hast Wandering ausgeschaltet. Nein, habe ich natürlich nicht. Dann solltest du das vielleicht. Ja, der ist schwer wieder einzufangen, wenn er mal wandert. Dann hängst du aber da und rennst. Wenn er wegsprintet, kurz ja. Hat einen Wendekreis wie ein ganz, ganz großer. Also jeder Spino hat mehr Wendigkeit. So. Ja, und dann wolltest du noch zwei verpaaren, oder? Was? Noch? Oh, da liegt ein Ei übrigens beim Spinoxa. Vielleicht kannst du das gerade... Ja, war da nicht was mit Heribert und Herr... Ja, wollen wir die jetzt auch noch verpaaren? Wir haben dann aber drei Bären vergessen. Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Nee, die Terrorbirds essen Fleisch. Das stimmt. Ja, aber ich denke mal, wir machen die Mammuts waren anders. Das läuft uns ja nicht weg. Wir haben zwei... Yep. Brauchen wir jetzt nicht noch ein drittes unbedingt. Ja, dann haben wir zweite ans tolle Eier. Jetzt ist die Frage, wo brüten wir die aus und wie? Also ich habe bei mir schon oben drei Klimaanlagen mal temporär hingepackt. Ach so, ich dachte, wir machen das... Ich dachte, wir machen das mal mit dem Dimetrodon. Aber... Der bringt aber leider nur... Boah, war das ein Leck. Ja, bringt leider nur Wärme und nicht unbedingt Kälte. Und das wird manchmal auch gebraucht. Ah, okay, also die Klimaanlagen machen ja immer schön die Idealtemperatur. Dann schauen wir gerade mal bei Xa in die Bude rein. War da lang nicht mehr. Oben unterm Dach, oder wo? Genau, da habe ich die einfach mal temporär hingepackt, bis bei uns die Hinterstube fertig gebaut ist. Genau, die müssen wir noch bauen. Bist du noch nicht da? Bist du noch nicht wieder drin? Er lädt noch. Oh. Bin gleich wieder da. Meld mich dann irgendwie. Sieht gut aus. Boah, sag mal, mir war schon wieder leck, kann das sein? Ja, das war schon wieder riesenleck. Habt ihr mich in die 10-Box gesteckt und wieder raus? Was ist nö, du bist runtergefallen. Reingefallen. Was ist denn da jetzt gerade kaputt hier? Unser Server spinnt ein bisschen, habe ich fast das Gefühl. Also Lecks hintereinander kann eigentlich nicht sein. Ab und an, wenn der speichert, wenn der so einen Spielstand wegschreibt, ne, dann haben wir hier Lecks, ganz kurz, das ist so einmal die Stunde ungefähr. Aber so häufig eigentlich nicht. Naja. Ja gut, und dann platzierst du hier die Eier. Ja, mach ich. Stell mal hin, ich bin gespannt. Das Gallimimus-Ei finde ich völlig überdimensioniert. Schau mal. Ja, es ist ein bisschen sehr groß. Das ist ja völlig überdimensioniert. Das läuft. Das läuft, dem geht's gut, ja. Vor allem im Vergleich dazu der Terrorbird. Und dem auch. Das ist so mini. Ja, der Terrorbird passt aber so halbwegs. Aber das andere ist viel zu groß. Das ist völlig, völlig aus dem Ruder, ja. Na, vielleicht haben sie das extra gemacht, weil es genau dieselbe Färbung wie die Pappvögel hat. Mhm. Und dann wollten sie vielleicht einen Größenvergleich herstellen, wenn schon die Farbe gleich ist. Ja, womöglich, ja. Ich hoffe, denen geben sie noch andere Texturen. Na gut, dann haben wir jetzt noch eine Mission. Xa hat sich bereit erklärt, ein bisschen das Kindermädchen zu machen, allerdings geht das schnell, ne? Das heißt, du brüllst, wenn es soweit ist, und wir kümmern uns dann so lange. Hoffentlich kommt Reit gleich wieder. Ja, sie wird gleich unterwegs. Ah, super. Ich will auch mal die Eier sehen. Fertig einsammeln und dann unten ausbrüten, weil hier oben im Haus wäre ein bisschen unglücklich. Ja, und ich gehe mal das sammeln, was uns noch fehlt. Wie würdest du die unten dann ausbrüten? Ja, unten einfach direkt am Futterdruck. Ja, steht bei mir, aber da hast du ja nicht die Wärme, oder? Xa. Ja, weil ich es aus dem Inventar getroffen habe. Also ist nicht aus dir rausgefallen. Xa hat es nicht gelegt. Also. Oder, naja, du warst gerade nicht da. Du hast es echt verpasst. Das ist also der. Das meine ich nicht. Ja. Also kurz mein Herzchen über den Zwein. Also ich wache im Zehmkäfig auf und da steht über so einem Ei fallen gelassen von Xa. Also irgendwas läuft doch hier bestimmt. Ja, der Xa hat dieses blaue Ei da rausgedrückt. Was meinst du, warum der so komisch läuft, du? Ich hab mit den Augen geschlagen und hab angefangen zu gackern. Wollte ich gerade sagen, mit einem wilden Bock. Deswegen hat er auch so diesen Gesichtsausdruck so. Mm. Aber jetzt nochmal ganz im Ernst, wenn du jetzt das bis kurz vor Ende machst und dann runter tust, dann muss das ja trotzdem noch die richtige Temperatur da unten haben, dass es rausschlöppt. Ja, also meistens ist es den Eiern eher zu kalt. Dann stellt man einfach noch eine Standing Torch daneben und dann. Achso. Das letzte Stückchen, also das ist eigentlich das kleinste Problem. Okay, also kannst du nur hoffen, dass du eine Frostbeule hast, die friert, dann stellst du was Warmes auf. Wenn es andersrum wird, wird es schwierig. Ein schwerer, Ja, also wenn es Kälte bräuchte, wird es schwer. Ab ins Eisbiom dann. Oder Pinguine geholt oder so. Ne, die machen ja auch Wärme. Die warmen auch, ja. Mit Tieren kannst du eigentlich überhaupt keine Kälte irgendwie, ne. Wird nicht.
Momentan glaube ich noch nicht. Na gut, wie gesagt, wir haben noch eine Mission. Wir wollen die Küche ein bisschen einrichten, sprich unser Restaurant oder wie man es nennen will hier. Unser, wie nennen wir das denn? Hotel Seeblick und Restaurant am Berghang. Wie war das? Am Stuhlganges? Am Stuhlganges. zum Stuhlganges, oder? Nennen wir es zum Stuhlganges. Zum Stuhlganges. Restaurant aber da möchte, glaube ich, keiner mehr essen dann. Restaurant zum Stuhlganges. Ist auf jeden Fall schön hier geworden, der Xarz mit viel Fertilizer, also diesem, wie heißt der spezielle Fertilizer? Re-Fertilizer. War so schwer, konnte ich mir nicht merken. Er hat hier wieder reichlich grün erzeugt und wirkt wieder sehr natürlich. Und einzige, echt schön. Was ich noch bauen muss, ist hier die Treppe noch einmal runter, dass man auch wirklich zum Stuhlganges runterkommt. Zum Stuhlganges, damit man im Stuhlganges baden kann. Der ist so schön nein, sauber. Ja. Hast du hier eine Mauer eingesetzt gerade? Ich hab einfach nur das Holz durch Stein ersetzt. Aber da wollten wir doch eine Tür haben, oder? Da Durchgang machen, genau, dass man uns hier draußen hinsetzen kann. Man muss ja auf die Terrasse kommen, sonst muss man ja jedes Mal mit dem Tablett außen rumlaufen. Hinten auch, wo das Dach ist. Nee, nur hier. Hier aber da hinten war nämlich auch noch so eine Holzwand. Aber hier, erst mal zeigen. Ihr habt das nämlich sehr, sehr schön gemacht mit den Dächern. Schön mit Holz oben, unten Steinmauern. Ich finde, das wirkt sehr schön. Vor allem mit diesen Ecken da noch drin, das ein bisschen verschachtelt. Und das doppelte Dach hier rüber. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mit dem Mammut draußen war, bis ich das so hatte, wie es jetzt war. Weil ich hatte es nämlich erst andersrum. Und das war eine Schweinearbeit. Und dann hat es aber nicht gepasst, weil hier genau dieser Zwischengang ist. Erst andersrum, das heißt also den Winkel um 90 Grad gedreht sozusagen vom Dach. Ja, wie so ein Scheunentor, einfach gerade hoch und dann schief, also dann gerade runter. Also schief hoch und dann gerade runter. Aber ach so. Das sah eigentlich auch gut aus, nur es passte nicht vom Winkel mit dem Innenhof und so. Und das war... Ja, okay. War viel Arbeit. Aber hat sich gelohnt, finde ich jetzt, also optisch. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir das jetzt noch schön eingerichtet bekommen, ist die Frage, wollen wir das so als große Halle lassen? Oder wollen wir es irgendwie separieren noch ein bisschen? Ich hätte die große Halle genutzt, um Tische und Stühle reinzustellen und die Kühlschränke und Kochutensilien die Wand hinten entlang. An die Wand, hier, das wird die Küche sozusagen hier hinten. Die lange Wand zum Klippen hin, meinst du, Xane? Genau die. Ja, dass man hier hinten Küche macht. Und hier vorne, hier so ein bisschen Tische und ja, gemütlich. Genau. Bierfass müssen wir noch aufstellen. Das ist halt die Frage, ob wir hier zwischen so eine kleine Trennwand irgendwie so einen Durchgang machen oder so. Ja, Bierfass muss auf jeden Fall. Und ja, da ist halt, also hier wäre die Mod super genial. Das heißt, also da könnte man ja vielleicht noch ein bisschen Platz lassen für eine Theke und Deko-Sachen. Ich glaube, ich werde die... mal überlegen, dass man die Gitter dazu gibt. Es kommt Nebel. Die habe ich doch bei dir... Du hast doch ein Video hochgeladen mit der Mod, ne? Genau, die habe ich heute, also wo wir das gerade aufnehmen, habe ich sie am selben Tag gerade hochgeladen und ich finde die so schön. Das würde ich... Sehr gut, danke. Sehr gut, ich finde die so... so lecker. War was? ja, dass ich die eigentlich hier ganz gerne installieren würde. Dann können wir mal gucken, wo wir hier Platz haben für eine Bar. Vielleicht machen wir die hier so ums Eck. Nee, man könnte natürlich den auch den Durchgang hier machen in der Form und dann die Bar hier hin. Ja. Und den Kamin hier hin. Oder Kamin, die Bar hier hin. Ja. Und den Kamin dann quasi hier hin. Müsste eigentlich Kamin, glaube ich, wenn du den dahin machst, wo du jetzt bist, würde der Schornstein, glaube ich, oben nicht rausgehen. Okay, das heißt, wir müssen ihn schon in irgendeine Schräge. Wenn du den Schornstein ernsthaft irgendwo raushaben willst, dann ja. Also der ist, glaube ich, vier hoch, also vier Wände hoch. Eben, vier ist er ziemlich sicher. Ich hatte da gerade so meine Probleme mit. Da wird es gerade so gehen, vielleicht ein bisschen nach links in die Ecke noch, hier so. Ja. Dann, oder in die Mitte hier so, da zwischen die beiden Wände. Beziehungsweise genau raushängen. So 3, 4, 5 Preserving Winds sollten wir vielleicht auch noch reinstellen, um Chuggy zu räuchern. Ja, genau. Das kriegen wir ja hin. Also Platz haben wir hier genug. Koja, du hast den Nebel nur bestellt, damit ich schwerer beim Perlen suchen kann. Ja, das ist nämlich das, was Danu noch erledigen muss für unsere Kücheneinrichtung. Ein bisschen Perlen brauchen wir noch zum Herstellen. Ja, Weißt dann hier die Wand wieder ab. Genau, dass wir da einen Durchgang machen und dann bauen wir jetzt mal ein paar. Wie fangen wir denn an? Sehr gut, Smiley. Doch nicht gleich das ganze Haus. Smiley, am besten machst du alles kaputt.
Hast du Holz, Fett und Steine, dann kann ich nämlich noch eine Wand machen, die du kaputt gemacht hast und einen Durchgang. Alles eingerissen, Abrissbirne am Werk. Ich mache mir hier Arbeit und... Hab's aber unten abgerissen. Muss erst Steine holen gehen. Oh, ich habe so viel Kacke im Inventar. So. Ich könnte ja jetzt was sagen, weil... Die Klappe. Du überall kannst du ja im Stuhlgang jetzt entsorgen. Ich baue mal Tische, genau. Ja? Ja. Ihr habt Hast doch, du genügend Holz? Nee, das ist bei euch in den Mega-Raptoren da, in den großen Raptoren, die sich auch Kano nennen. Wo habe ich denn meinen... Meiner steht bei dir, mein kleiner Raptor. Also es gibt nur einen Karaptor. Karaptor? Das ist doch Karaptor. Genau. Ja, May, wo ist denn jetzt das? Warte mal. Wo ist denn jetzt das, Dollar? So. So, das ist Nummer 1. Ja, super. Dann baue ich noch ein paar Tischen. Machen wir erstmal. Für draußen brauchen wir auch noch welche. So. Tables. Vielleicht 2 oder 3 für innen. Okay. Und 2 für draußen. Ja, erstmal. Dann 5 Stück. Und nochmal einmal Holz brauchen wir dann noch. Gehen wir hin. Ich bin so schwer, ich komm nicht voran. Das ist alles so. Soll ich dir den Gallimimus vorfahren? Und Gallimimus? Das gut machen. Nee. Aber meinst du, der holt die Zeit ein? Der ja, ist so genau. Schnell. Red Flash oder wie war das, ne? Oh yeah. Nee, Superman hat's doch mal geschafft. Der ist einmal um die Erdkugel geflogen und hat dann, oder mehrfach, und hat dann quasi die Zeit zurückgedreht. www.unnützeswissen.de Ja, www. Was will der Mann von mir? Was macht der Mann da? Smiley, wo bist du jetzt mit den Steinen? War ein paar Steine holen. Ich hab zumindest mal eine Mauer wieder. Sehr gut. Ich hab in der Zeit schon mehrere Steine hier. Wo bist denn du jetzt? Ja, komm ich grad. Direkt von dir. Mach dir's da rein. Ja, wo ist denn jetzt mein K8? Den habe ich da vorne hingestellt. Okay. Stell mir die denn Fetch und Wood auch? Das, was ich im Moment habe, ja. Ja, vielen Dank. Wo wolltet Fetch. Ihr jetzt ja? Die Bar? Ich könnte mal hier hin machen. Hier wäre die Bar gut. Da, und dann geht die so ums Eck. Dahinter Kühlschränke, das ging gut. Hier die Bar. Hier der Kamin. Dann könnten wir hier... Wollen wir vor den Kamin einen Tisch machen eigentlich oder nicht? Doch, ja. Ja, eigentlich gehört da schon ein Tisch hin. Das Problem ist nur, da ist jetzt der Durchgang. Da müsste man den eventuell noch nach links setzen, da wo jetzt ein Fenster ist. Smiley. Baut mal ein paar mehr Wände. Dieses Grünzeug, das hat der Xar. Ist das, was der Xar hier wieder refertilized hat? Wo denn? Nee, das ist normalerweise das hier überall rundherum. Weil nee, das andere wächst die ganze Zeit schon nach. Ja, das wächst, seitdem er es refertilized hat, wieder nach. Haben wir noch Fetch im Hauptgebäude? Weil mit 2 Fetch komme ich nicht. Ich habe Fetch hier im Snow. Ja. Snow hat noch 400 Thatch. Wie viele Wände brauchst du noch? Mach mal 4 Wände. Sicherheitshalber, damit wir was zum Verbauen haben. Eine Tür und mach 5 Wände. Warte mal, hier, das würde ich dann auch hier das Fenster zumachen, oder? Andererseits, der Kamin steht da. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall das Fenster hier würde ich dann zu einer Tür machen. Ach, ihr seid ja gar nicht hier. 1, 2. Ich mach dir jetzt dann mal eine Tür da rein. Smiley, ich bräuchte noch ein paar Steine. Müsste ich sonst rausgehen? Wahrscheinlich. Haben wir noch Steine irgendwo im Hotel? Ist in dem. Bei mir in der Bude ist im Stein. Snow. Im Snow? Nee, Stein habe ich nicht mitgenommen. Da habe ich gedacht, das brauchen wir nicht. Geh mal gucken. Oh, jetzt mal hier einen Tisch hin, dann seht ihr schon, dass da keine Tür mehr hin kann. So. Aber ich glaube, in der Bude ist nichts mehr, also. Ich muss jetzt erstmal Smileys Zerstörungswut. Ja, aber nicht die Tür hier hinsetzen. Also hier kommt eine Wand hin. Daneben. Ja, okay. Hier dann doch eine Wand hin. Oder ein Fenster. Ist egal. Mach ein Fenster, wenn du magst. Und hier, da wo das Fenster jetzt ist, die Tür. Ja. Ja, genau. Zauberei. Ich hol mal kurz einen Kamin. Ich habe noch einen übrig. Was habe ich immer auf Lager, weißt du? Nee, warte mal. Brauchst du was auf Vorrat? Nee, ich habe einen zu viel gebaut. Weil ich dachte, man könnte es vielleicht irgendwie ergänzen oder so. Hat aber nicht geklappt. Bei mir hat es ja genau der Schornstein aufgehört in der Mitte. Ich habe gedacht, die werden länger. Ach stimmt ja, das hat Max in den Ja, war ein bisschen ärgerlich.
Mali, bringst du Steine? Ja, ich bin jetzt gerade im Hotel. Sehr gut. Und ein bisschen Fleisch nehme ich mir dann auf dem Weg gerade mal mit. Wo habe ich denn das jetzt? Wo ist mein Kühlschrank? 78 Perlen sollten reichen. Wo bin mein Fleisch? Ja. Brauchst du Wände oder für was brauchst du die? Ich brauche eine Wand noch mit einem Fenster. Ja. Und noch 3 bzw. 4 Wände ohne Fenster, ohne alles. Okay. Bringe ich die gerade fertig mit. Wunderbar. Ich glaube, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, im Lager hätten wir sogar fertige Wände gehabt noch. Naja, fällt einem immer zu spät ein, sowas. 9. Dann baue ich den Kamin schon mal hin. Wollen wir den dann so zentrisch setzen, ja? Denke ich, ist ganz gut. Warte mal. Was habe ich denn dafür? Ich fahre mal den Kanu auf die Plattform. Guckt der Schornstein perfekt. Richtig raus? Ja, ne? Ja, optimal. Super. Bisschen weit hinten super. In der Ecke vielleicht, aber also der Schornstein am Rand so ein bisschen. Vielleicht machen wir das Dach noch überstehend. Willst du noch ein Stück nach vorne gehen dann, oder? Dass das Dach nach links noch erweiterst, eine Reihe, weißt du? Dass das so ein bisschen als Überdach noch ist nach links. Dann wirkt der also Schornstein ein bisschen... Nicht so deplatziert. Ja. Also daneben noch 2. Genau, daneben noch einfach bis hier vorne zum Beispiel, wenn ihr meint. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Müsste ich aber gerade auch hinkriegen, weil ich habe ja genügend Holz eigentlich dabei. Mach dir mal in den Kanu die Wände. Ja. Das ist die Holzrampe. Weißt du, wir wollten ja eigentlich das Hotel einrichten, wir reisen es erstmal ab. Das Hotel, die Gaststätte. Soll ich den Tisch hier gerade davor stellen? Lang davor stellen? Holzdecke? Schräges Holzdach. Was meinten ihr? So schwierig irgendwie. Vor den Kamin meinst du? Ja. Also lang vor den Kamin, dass er so läuft oder halt breit davor, so. Und vor allem in welchem Abstand? Und überhaupt? Wer bin ich hier? Was Warum mache ich das hier eigentlich? Und schräg oder gerade oder... Sagt mal was, schnell. Wie war das nochmal? Hätte man nicht jemanden fragen können, der sich damit auskennt? Genau. Oder gerade rüber. So, ich muss erstmal Smileys Zerstörungswut kaschieren mit... Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob es was aussehen würde, wenn man die Tische schräg stellt. Ja, da bin ich eben auch so überlegen, so schräg, irgendwie hier ja, so. Aber wo kommt denn die Bar hin? Kommt die hier hin? Hier, wo die Schränke jetzt stehen. Hier würde ich sie bauen, in das Eck sozusagen. Dass wir hier rüberlaufen, weil die hat nur eine Position, wo sie den Winkel hat. Den kann man ja nicht drehen. Dass die hier so läuft, so würde die dann laufen. Dann könnte man hier hinten in die Ecke gleich Kühlschränke stellen. Und, dann würde ich fast sagen, in die Länge die Tische. Weil dann können nämlich beide Parteien rausgucken. Und in welchem Abstand zum Kamin? Also soll noch einer zwischen Kamin und Tisch sitzen oder sollen die auf den Kamin klotzen beim... Also ich würde fast sagen, ja, das Problem ist, wenn du die so stellst, also in die Waagerechte kann man sagen, dann guckt der eine hier auf die Bar und die anderen raus. Das könnte man natürlich auch machen. Entscheidet euch jetzt! Ich würde wenn dann hier anfangen. Also ich würde nicht so ganz nah am Kamin anfangen. Okay. Und dann, eine Reihe, sonst verbrennt man sich. Ich baue jetzt einfach, nur falls reißt man wieder ab. Scheiß drauf. So. Schnauze voll jetzt hier. Schnauze voll. Immer hin und her. Das kann ich nicht haben. Das kann ich echt nicht haben. Da könnte ich platzen. So. Ei, optimal. So, schön schief. Sitzt man egal. Genau hier im Eingang. Ja, sitzt man super im Eingang, gell? Ja, immer so weit weg die Stühle. Aber wenn ich näher am Kamin wäre, sitzt man im Kamin. Ist auch scheiße. Also weg mit dem Tisch. Ja. Arschkrampe. Wie viel Teil brauchst du noch? Nee, mach doch genau hier auf diese Linie. Hier, also bau deine Scheiße ich... selbst. So. Weißt du was? Ich muss noch raus das Dach machen. Tschüss. Ja, hier, da, so, zack, komm. Tisch. Ist das der Tisch? Achtung, ich baue jetzt den Tisch. Achtung, Vorsicht. Aber ach so, der ist. Ach so, ja. Mhm. Ja. Merken wir mal. Warte. Wo ist denn das jetzt hier? Warte mal. Guck, ich stelle mich jetzt auch mal so einen Weg wie du immer, dass alles schön rot wird immer jetzt. Das ist optimal. Warte. Fast gerade.
Fast gerade. Nein, auch schief. Ist sowas von schief, ja. Und sitzt genauso im Weg wie meiner vorher. Naja, es steht sogar fast wie deiner da. Nee. Ja. Ist eigentlich eine Kopie. Smiley, mach du mal. Mach du mal. Und die Frau mal lassen. Die hat mehr Blick für, für ihr ja. Deko. Die reißt nur die halben Wände mit ein. Ich mach ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen, ja, aber sonst geht's. So, da kommt einer hin, da habe ich jetzt entschieden. Und achso, Smiley braucht auch noch einen Tisch dann jetzt, ne? Kann die Frau die Inneneinrichtung machen? Hab da ein paar übrig. Ah! So. Wenn wir beide hier zu blöd sind dafür. Und dann mach ich hier in die Ecke noch einen, ne? So. So, hast du dein überhängendes Dach? Das ist schön. Könnte man fast sagen, obwohl das passt nicht mehr. So. Ja, herrlich. Super, ne? Hier sitzt man dann auch voll im Weg, aber man, so ein bisschen Weg muss ja sein. Es ja. Geht ja nie anders. Ah, ja. Können wir einen Pokertisch draus machen. Herrlich. Ah, sie sieht doch schon fast aus wie eine Gaststätte. Smiley? Oh Mann. Ja. Klappt das? Koya hat, wie viele Tische hast du noch, Koya? 12? Jetzt 0. Also der muss sitzen, Smiley. Nee, Smiley. Ich kann noch bauen. Smiley. Wir haben noch Material. Durch das Abreißen der anderen Tische haben wir jedes Mal wieder Metall gekriegt, oder? Ne? Ja, wo ist denn euer zweiter Kano? Da war noch Holz der drin. Der steht auf der, wie heißt das Ding? Auf der Terrasse. Ah, okay. Da sind sogar auch noch Wände dabei. Die also helfen mir beim Tisch wenig, so. Holzwände. Aber du wolltest noch Wände irgendwie zum Abstecken. Ja, das machen wir noch später. Das müssen wir mal gucken, wenn die Bar drin ist. Da brauchen wir jetzt noch Tische für draußen, ne? Kann ich genau noch 2 bauen. Das heißt, die hier draußen müssen sitzen. Die Tische müssen sitzen. Oh ja, wie viele Elektronics brauchen wir? 30 wollen das, oder? 10 pro 10? Kühlschrank und nochmal 10 für einen Generator, ja. Generator, ne? Ja, also dann 30 wohl, ja. Hast du, oder wie? Die Perlen sind schon bei dem Purple Carter. Ich suche gerade nur noch Benzin. Benzin ist unten, nee, ist oben. Nee, unten. Neben dem Griller. Okay. In dem Schrank. Gut, dass ich mich in meiner eigenen Bude auskenne. Ich glaube, ich wäre fast gleich schnell gewesen mit dem Such. Na komm. Da war doch was. So. Nur die Frage. Dann muss ich noch rüber. Soll der mittig vorm Kamin stehen? Der soll vor allen Dingen schön stehen. Das hättest du vorher sagen müssen. Sprüche hat er auch noch. Warte, ich stürze mich mal gerade in den Stuhlgang. Das Wasser ist so braun und ekelhaft. Das ist so widerlich, wenn da sind auch die Brocken drin. Das ist so ekelhaft. Das ist so furchtbar. Mit Brocken schwimmen, das ist einfach, das geht gar nicht. Ich lass mal hier gerade was fallen. Mittelgroßer Kothaufen in unseren Stuhlganges. Ja, das passt doch. Das passt doch, ja. Wir müssen auch das Abflussrohr von dem von der Gaststätte da rein genau. Flanschen, ne? Ein Abflussrohr und eins zum Trinken. Genau. Wahoo! Rein in den Stuhlganges. Guck hier, überall die Bröckchen da, die fallen. Vorne hast du sogar einen mittelgroßen Kothaufen. Boah. Siehst keinen Meter. Sehr sauberes Wasser. Wo ist das ganze Holz hin? Holz hin. Ist, glaube ich, für Wände draufgegangen und für Tische sozusagen. Aber ich habe schöne Tische gebaut hier vorne. Habe ich gesehen, die sind top. Ne? Die sind vor allem symmetrisch. Und gerade. Wirklich? Ja, bestimmt. Wer was anderes sagt, wird gepaddelt. Aber. Wird im Stuhlganges getunkt. Ja. Genau, wird getauft im Stuhlganges. Oh. Nee, die sind fast richtig gut. Also top, also. Vor allen Dingen so symmetrisch. So symmetrisch. Jetzt hast du ihn gleich kaputt gemacht. Super. Toll. Ein Holz, ein Metall. Mann. Warte kurz.
Ein Metall ist, glaube ich, noch im Kanu drin. Ich drücke hier gerade E zum Reparieren, aber es passiert nichts. Wenn du länger E drückst, geht der, glaube ich, kaputt. Zack, weg. Hier sind 6 Holz drin, aber kein, 6 Metall, aber kein Holz mehr. Ja, Metall habe ich genug und Holz auch, aber reparieren geht nicht. Gleich mal alles kaputt. Ist er jetzt gerade? Ja, aber viel zu nah am Kamin. Wo habe ich Holz? Wo finde ich Holz? Weil der Stuhl hier ungefähr stehen würde. Du kannst nicht so. Das sind die Mädels, die immer kalt haben. Feuer und Flamme sind sie dann. Ja, super. Ah ja, ist okay. Dann lass mal den erstmal so. Blume hinstellen. Hier, weißt du was? Nee, in dem Kamin ist schlecht. Die könnte ein bisschen braun werden. Nee, wir können ja auch hier einen Stuhl einfach weglassen. Das wäre sowieso meine Idee gewesen. Dann machen wir nur hier Stuhl und auf der anderen Seite. So als Kamintisch. Kannst du sogar noch rausgucken? Nö. Sensation. Ach, sieht doch eigentlich schon mal. Also ich glaube, es wird ganz gut. Dann die Bar da in die Ecke. Das Xa hier ist, heißt so viel wie, dass die Eier fertig sind, oder? Jawohl. Tja. Wir sind aber so fies. Schnell geht das. Ne? Wir sind aber echt sehr fies, weil das machen wir dann in der nächsten Folge. Immer diese Kliffen. Ich entschuldige mich dafür, aber ich habe ja gesagt, ich muss mal wieder kürzere Folgen machen und das ist leider wirklich wahr. Wir sind jetzt schon wieder bei über 30 Minuten. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann mit Babys. Und zwar natürlich unserem schönen Galimimimi und dem Terrorbird. Und dann werden wir dank der Perlen von Danu unsere Küche einrichten können mit Kühlschränken, Generator, Strömchen und so weiter. Wartet schon alles auf dich im Fabrikator. Das ist eine Sensation. Ich guck mal, hier fliegt Spoiled Meat. Hier wird wieder mit Dreck geworfen. Eine Frechheit. Kommst du her? Gut. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.